So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe nochmal ein Commander-Deck, Rebellion Rising, Phyrexian Oilweaver. Das Commander-Deck, was überall noch rumsteht und alle finden es totaler Rotz. Alle wollen nur, dass das andere, dass das Phyrexianische mit Infect im Commander. Und ich dachte mir, okay, wie schlecht kann das sein? Ich hole das mal, guck mir das mal an und rede mit euch darüber, warum das vielleicht doch gar nicht so Kacke ist. So, öffnen wir erstmal diese coole Box hier. Kommt ganz viel Kram bei rum. Da ist ein Phyrexia All We Run Completed Booster Sample. Ich weiß gar nicht, ob hier so eine Shieldred. Elishnorn ist hier drin. Elishnorn würde ich nehmen. Oder was Cooles. Irgendwas Cooles. Können wir was Cooles ziehen. Ich mach's direkt auf, damit die Leute, die keinen Bock haben, direkt wegschucken können. Und wir haben Red Sun Twilight, 2 rote und X, wir zerstören X Artefakte. Wenn X 5 oder höher ist, kreieren wir einen Token, der eine Kopie davon ist. Stark. Und Necrogen Rock Priest in Special Artwork. 4 Mana, 1-5 Toxic 2. Und ganz viel Toxic Kram. Wir spielen kein Toxic Kram, wir spielen coolen Kram. Das Suns können wir übrigens gut benutzen. Dann haben wir hier so ein Standard Reitchen. Dann haben wir ein How-to-Play-Deck. Ich finde die ja tatsächlich immer ganz cool. Dementsprechend lese ich die mir manchmal noch sogar durch. Und dann kommen wir zum Deck. Wie immer, Token und Commander zuerst. Und ab dann gucke ich noch den zweiten Commander an und gehe ein bisschen durch das Deck durch. Schau mir ein bisschen an, so hey, was hat das Deck zu bieten? Welche Karten welche Karten kenne ich? Welche Karten kenne ich nicht? Welche Karten lese ich vor? Ist alles ein bisschen random gemeist bei mir. Ich werde nicht jede Karte vorlesen, das sind viel zu viele. Ich werde nicht jede Rare vorlesen, das sind mittlerweile auch viel zu viele. So, wir haben den Sun Vanguard. 4 Mana, 3-3. Angreifende Kreaturen. Tokens haben Doppelschlag. Cool. Immer wenn ein oder mehr Token, die du kontrollierst, angreifen. Exilieren wir die Oberskarte unseres Decks. Während jedes Zugs, wo du mit einem Token angegriffen hattest, darfst du die Karte spielen. Geil. Monarch, Kobold, Mühe, Soldier, Rebel, Bird, Human, Human Soldier, Soldier, Soldier. Ich liebe alles daran. Angel, Angel, Elephant, Spirit, Cat, Goblin, Eldrazi, Topta, Dragon, Golem. Ich liebe alles daran. Alles an diesem bisherigen Token-Setup ist großartig. Und machen wir hier auf, wenn ich es denn hinbekomme. Oh ja, hier. Der Master ist wieder da. First Command, der Second Command dieses Decks ist Otaris Hans Glory. 5 Mana 3-3, Fliegend Eile Wachsamkeit. Fliegend Eile Lifelink. Und immer wenn er angreift, kriegen wir einen Experience-Counter und kreieren dann einen 2-2 roten Rebell-Token. Getappt und angreifend. Und für die Anzahl an Experience-Counter, die wir haben, sehr, sehr cool. Für 4 Mana können wir einen Rebel, den wir kontrollieren, tappen und den aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Das ist strong. Vor allem, wir sind nicht mal können wie eine Sorcery. Das ist ein geiler Commander. Woo. Also das Foiling ist halt gerade mies, deswegen könnt ihr da nicht so viel sehen. Aber das ist ein geiler Commander. Also als Aggro-Commander würde ich den tatsächlich spielen. So, gucken wir mal, was haben wir hier so. Convoke, any number of Phase-Out. Phase-Out ist hier wirklich, wirklich strong. Phasing ist der Hammer, weil Phasing zerstört keine Kreaturen. Glimmerlands, Formiridon mit roten Rebellen ins Spiel kommt, ist ganz cool. Und Draw Card, Kembas Banner. Kemba ist die Katzendame von Mirrodin. Hallo? Ich wusste nicht, dass der hier drin ist. Ich möchte gerade mehr von diesem Commander-Decks kaufen. Staff of the Storyteller ist ein Legacy-Staple geworden. Und hallo! 2 Mana, immer wenn der ins Spiel kommt, kriegen wir ein 1-1 Spirit. Und immer wenn wir einen oder mehr Kreaturen-Token generieren, legen wir eine Marke da drauf. Und wir können tappen, eine Marke unternehmen und eine Karte ziehen. Das klingt jetzt nicht so beeindruckend, aber wir legen ihn als 2-Mana-1-1er, der praktisch direkt eine Karte ziehen kann. Den zweiten, den wir legen, der kann dann schon 2 Karten legen. Wir haben sowas drin wie
The Wandering Emperor oder andere Kreaturen oder Planeswalker oder Zauber, die einfach Token generieren nebenbei. Hammerkarte. So, gucken wir weiter, was in dem Deck so drin ist. Gold Warden's Gambit. Auf die Idee zu Equipments. Hexplate Wallbreaker. Roar of Resistance. Sehr, sehr cool. Creature Tokens, Control of Haste. Das ist cool. Immer wenn eine, zwei oder mehr Kreaturen angreifen, kriegen die plus zwei, plus null. Stark. Stark. Bullchocken Factory. Call for Dim Strife. Collective Effort. Das ist schon wieder eine alte Karte, oder? Hier schon ein bisschen her. Court of Grace. Legacy Staple. Sehr geil. Elspeth Tyrell. Sehr cooler Planeswalker. Planeswalker drin. Cool. Das Ding ist ja der Hammer. Warum will das keiner? Also, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin gerade einfach nur verwirrt, warum das niemand haben will. Mary Angel, Felidar Retreatment. Da haben die Leute sich damals die Finger nachgelegt. Finale of Glory for Soldiers. Flawless Man. Was? Das ist... Also das... Was? Der Archon ist auch cool. Alter. Hour of Reckoning mit einem neuen Artwork, glaube ich. Das ist ganz cool für Destroy Everything. Man of Event, auch sehr cool. Der Cop, cool. Maul of the Skyclaves, auch mega. Mentor of the Meek, nice Karte. Der gute Mann macht Power. White Synod, nicht so gute Karte. Chain Reaction, war damals ein Staple in jedem Commander Deck. War mit dem allerersten Commander Deck, den Nekusa. Dragonmaster Outcast, auch sehr, sehr beliebte Karte. Goblin Warboss, auch hier Legacy Staple. Spiele ich auch im Legacy. Siege King Commander, habe ich auch im Legacy gespielt. Adriana, Sam the Legion. Er war tatsächlich, glaube ich, in einem anderen Commander-Deck, der Face Commander. Glaube ich. Okay. Idol of Oblivion. Okay. Loxodon Kriegshammer. War mal eine Ankam, ist zur Rare hochgestuft worden. Hammer, gute Karte. Mühe Battles 4 war tatsächlich auch mal richtig Geld wert. Castle Ardenwale. Sehr, sehr cool. Castle Embreath. Auch sehr cool. Exotic Ausschaut, nicht so cool, ist mittlerweile in jedem Commander-Deck drin. Ich meckere darüber ein bisschen, genau wie über die Tempel. Die kommen mir bestimmt auch noch. Das sind die Dingern, Care Cap, Slayer Stronghold, habe ich im Modern gespielt, im Bloom-Titan. Alter, hier sind so viele geile Karten drin. Wir sind immer noch bei Rares. Habt ihr mal geguckt, was das Ding kostet? Also das Deck kostet halt irgendwie 25 bis 30 Euro. Was? Also alleine Staff of the Storyteller kostet, glaube ich, 8 oder 9. Und die ganzen Karten hier drin, außer die Tempel, Windbrisk Heath, auch eine sehr coole Karte. Sind zwar manchmal nicht so viel wert, Katadil, cool, Generous Gift, aber das ist ein geiles Deck. Ein Path war früher auch mal 5 Euro wert, ist auch nicht mehr, habe ich leider feststellen müssen. Boros Charm, Rip Apart, Akan, es ist ja Wahnsinn. Und eine Petschaft. Wow, Soul Guide Lantern, hat auch mal 3, 4 Euro gekostet. Was ist das für ein Deck? Was ist das? Warum? Warum steht das überall in den Stores? Warum will das keiner? Was ist denn falsch? Ich bin total entgeistert, weil wow, das ist ein geiles Deck, finde ich. Und meine Spielmaschine dreht gerade durch. Dementsprechend sollte ich das Video beenden. Ich bin begeistert vom Deck. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, warum das Deck kacke ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ich nicht alleine bin, der dieses Deck gut findet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Backseat. Ciao, ciao.